Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, hier am virtuellen Stand von Donner und Reuschel auf der digitalen Messe Fontique. Und weil es eine digitale Messe ist, machen wir mal so. Und Sie sehen, leider sind natürlich auch hier keine Menschen vor Ort. Wir produzieren diese Interviews im Folgenden in den nächsten 30 Minuten. Natürlich Corona-gerecht mit gehörig Abstand, aber wir hoffen, Sie ausreichend und gut informieren zu können. Ja, die Welt, die dreht sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit, nicht erst durch Corona. Man hat den Eindruck, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im unmittelbaren persönlichen Lebensumfeld. Und das gilt selbstverständlich auch für die Finanzbranche. Und ehe wir später mit Fondsmanagern über deren Konzepte reden, wollen wir am Beginn mit Gunnar Rieke, Head of Investor Services bei Donner und Reuschel, sprechen, der natürlich hier auch am virtuellen Stand ist. Schönen guten Tag, Herr Rieke. Schönen guten Tag, Herr Franek. Ja, als die Einladung von Hansa Invest kam, was überwog da in einer ersten Reaktion? War es eher Skepsis oder war es eher Lust auf das Neue? Hand aufs Herz, was war's? Ja, ganz klar, die Freude auf etwas Neues. Gerade in Zeiten von Corona haben ja die etablierten Formate ihre Probleme. Und da ist natürlich so ein frisches und neues Format wie die Fontique, die jetzt von der Hansa Invest angeboten wird, ja, ein frisches Format, was herzlich willkommen ist und natürlich auch frischen Wind in die etablierten, eingetretenen Pfade bringt. Wir freuen uns auch, dass wir das mit Ihnen zusammen produzieren dürfen, Herr Rieke. Sie sind ja eine Privatbank mit langer, langer Tradition. Wie gehen Sie jetzt durch Corona bedingt diesen ja, schnellen digitalen Wandel an? Man hat ja wirklich den Eindruck, dass das jetzt alles in der doppelten, dreifachen, vierfachen Zeit passiert. Ja, unsere Geschäftsführung hat schon in der Vergangenheit immer sehr großen Wert auf das Thema Digitalisierung gelegt. Wir haben schon vor über einem Jahr damit begonnen, unsere komplette IT-Hardware auszutauschen und auch unsere Applikationen, mit denen wir arbeiten, sodass es, als Corona jetzt eben auf den Schirm gekommen ist, uns möglich war, sehr schnell umzuswitchen und wir halt eben auch alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken konnten und die von dort aus sehr gut arbeiten konnten. Und ja, das ist natürlich zum einen sehr gut gewesen, für den Schutz unserer Mitarbeiter. Aber das Zweite war natürlich halt auch, wir konnten damit gewährleisten, dass unsere Geschäftsabläufe und die Betriebsabläufe alle reibungslos funktionieren. Und von daher war das natürlich, waren wir da sehr gut aufgestellt und sind bisher sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Was das Thema digitales Banking angeht, haben wir auch schon vor ungefähr 2 Jahren einen entscheidenden Schritt gemacht. Da haben wir uns entschieden, mit einem Fintech-Unternehmen aus Berlin, Elinvar, zu kooperieren. Und da sind wir gerade dabei, die Prozesse von unabhängigen Vermögensverwaltern zu digitalisieren. Das ist ein Prozess, der fortlaufend immer weitergeht, kommt immer neue Funktionalitäten hinzu und das macht auch großen Spaß. Herr Rieke, Sie haben schon immer sehr viel Wert auf Individualität, auf persönliche Begegnungen und Beziehungen gelegt. Jetzt also die Digitalisierung durch Corona und auch ja, eine mögliche Entfernung zum Kunden. Befürchten Sie hier am Ende des Tages vielleicht sogar eine Entfremdung, die Sie gar nicht mehr so steuern können, weil sie einfach durch Corona vorgegeben ist? Nein, davon gehen wir gar nicht aus, dass es zu einer Entfremdung zu unseren Kunden kommt. Wir gehen davon aus, dass sich die hybride Beratung durchsetzen wird. Dabei steht nach wie vor der Mensch im Mittelpunkt. Es finden nach wie vor auch physisch Beratungsgespräche statt. Ergänzt wird das Ganze dann eben durch digitale Prozesse und das wird technisch optimiert, sodass insgesamt eine Win-Win-Situation für den Kunden und auch für den Vermögensverwalter dann herauskommt. In dieser Phase von Corona in den letzten Monaten ist die Übernahme des Vermögensverwaltergeschäfts von Berenberg gefallen. Das war eine Menge Arbeit für Sie und die Kolleginnen und Kollegen, wie ich weiß. Wie sind Sie denn hier überhaupt in dieser Zeit, wo so wenig möglich war, vorangekommen? Ja, da sind wir natürlich noch immer dabei, aber wir sind da auf einem sehr guten Weg und haben auch schon sehr viel erreicht und kommen gut voran bei der Integration des Vermögensverwalter-Offices von Berenberg. Ein wichtiger Bestandteil ist das Vermögensverwalter-Hub, was wir jetzt halt eben gegründet haben oder neu implementiert haben. In diesem Vermögensverwalter-Hub werden letztendlich alle Dienstleistungen für Fondsinitiatoren und für unabhängige Vermögensverwalter gebündelt. Das beinhaltet dann eben die Verwahrstellen-Services und die Depotbank-Services, aber eben halt auch das Thema der Marketing- und Vertriebsunterstützung und auch alle Aktivitäten rund um den Handel. Eine Besonderheit ist sicherlich bei unserem Vermögensverwalter-Hub, dass wir bei uns im Handelsteam jeweils feste Ansprechpartner für unsere Verwahrstellenkunden geschaffen haben und somit einen Verwahrstellenhandel etabliert haben.
Was das Thema der Marketing- und Vertriebsunterstützung angeht, haben wir das Beste aus zwei Welten geschafft und letztendlich in unserem sogenannten Fünf-Säulen-Konzept zusammengeführt. Bei dem Fünf-Säulen-Konzept geht es darum, dass wir für unsere Fondsinitiatoren eine Bühne schaffen wollen, dass sie halt eben ihre Produkte und ihre Fonds präsentieren können. Und diese Säulen beinhalten einmal das Thema des Grundrauschens. Das sind dann so Dinge wie Newsletter, die wir entwickeln und auch normale Pressemitteilungen, die wir herausgeben. Dann haben wir das Thema von Online-Präsentationen, die wir ausrichten, wie zum Beispiel Webinare. Wir machen auch das Thema von Videoclips und auch von Podcasts, die wir aufnehmen. Wir machen Promotion, so wie heute hier auf der Fontiek, dass wir uns halt eben auch auf Messen zeigen und dort eben präsent sind. Neben der Fontiek zum Beispiel auch auf dem Fondskongress in Mannheim, der ja noch in Präsenz Anfang des Jahres stattgefunden hat. Und zu guter Letzt haben wir auch noch unsere Asset Manager Presentation, unsere Roadshow, die wir dreimal im Jahr ausrichten und Präsenz vor Ort stattfinden lassen. Jetzt aber nochmal zu hier und heute, zur Fontiek, zur digitalen Messe, Herr Rieke. Abschließend, was erwartet uns hier in den kommenden Minuten? Ja, in den kommenden Minuten freue ich mich natürlich, dass wir Ihnen einen interessanten Vortrag zeigen können. Wir haben Gäste eingeladen. Das ist zum einen die Edda Schröder von Invest in Visions. Dann ist der Christoph Klein von ESG Portfolio Management mit dabei. Und wir haben noch den Werner Hedrich von Global Lens Invest. Das Thema unseres Vortrags wird Nachhaltigkeit und ESG sein. Ein Megatrend, der uns in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt hat und natürlich auch in den kommenden Jahren noch mit sehr stark beschäftigen wird. Und von daher gehe ich davon aus, dass Sie jetzt in den nächsten Minuten interessante Vorträge zu diesem Thema bekommen. Und im Nachgang sind wir natürlich an unserem virtuellen Messestand für Sie, für alle Fragen rund um das Thema Verwahrstelle, Vermögensverwalter oder auch natürlich zu den Vorträgen, die Sie jetzt gleich hören werden, für Sie da. Dann freuen wir uns auf die kommenden Minuten, meine Damen, meine Herren. Wir müssen jetzt diesen Stuhl räumen und wir leben in Corona-Zeiten. Herr Rieke, Sie werden uns nachsehen, dass wir, nachdem Sie diesen Stuhl verlassen haben, ihn kurz desinfizieren müssen sogar und das Mikrofon auch wechseln müssen. Aber all das machen wir und da es ja vorproduziert ist und so viel muss natürlich der Ehrlichkeit Genüge getan, wenn das vorproduziert ist, schaffen wir das auch und freuen uns dann auf alle Gäste. Wir hören uns am Ende noch einmal wieder. Herzlichen Dank erstmal. Bis gleich. Der Markt für nachhaltige Geldanlagen entwickelt sich rasant. Immer mehr Milliarden an Dollar, Euro und Yen fließen rund um den Globus in nachhaltige Fonds und ETFs. Wir sehen teilweise Steigerungsraten von 50% und mehr und das von Quartal zu Quartal. Doch wie sieht es mit der Transparenz aus und wo liegen die größten Herausforderungen? Und am Ende des Tages, welche Rolle kann hier die Europäische Union spielen, um möglicherweise Standards zu definieren? Zum Start unserer kleinen Tour d'Horizon zum Thema Nachhaltigkeit begrüße ich jetzt ganz herzlich Christoph Klein. Er ist Geschäftsführer der ESG Portfolio Management GmbH. Schön, dass Sie zu uns an den virtuellen Stand von Donner und Reuschel gekommen sind, Herr Klein. Ich darf Ihnen vielleicht zu Beginn gleich mal eine Schlagzeile vorgeben. Nachhaltigkeit ist die neue Normalität, alles andere wird Nische. Würden Sie das so unterschreiben? Ja, langfristig auf jeden Fall. Der Klimawandel ist so schlimm und streitet so schnell voran, dass alle Anleger jetzt an einem Strang ziehen müssen und alle wirklich auch mit den Unternehmen sprechen, damit die sich bemühen, das Klima wirklich zu schützen. Und auch zu schauen, dass die Unternehmen Produkte mit einer positiven Wirkung herstellen und auch viele soziale Belange beachten. Das heißt, Nachhaltigkeit ist überall ganz oben auf der Agenda. Ist das jetzt ein europäischer Trend? Gut, Sie haben jetzt gerade überall gesagt, überall ist vielleicht für Sie auch überall. Aber ich habe den Eindruck, dass wir das sehr, sehr stark in Europa diskutieren. In Amerika durch Donald Trump, das so ein Stück weit in die Ecke gedrängt wird. Naja, und Asien schaut auf Steigerung der Produktivität, weil man ja aus einer ganz anderen Basis herauskommt. Also wie würden Sie das Thema weltweit einschätzen? Also es gibt in der Tat Unterschiede, da haben Sie völlig recht. Also auch innerhalb Europas ist uns Skandinavien schon weit voraus. Aber auch Frankreich, Österreich, sind sogar Deutschland ein bisschen voraus. Aber Europa ganz richtig international führend. Aber es gibt auch innerhalb der USA starke Unterschiede. So ist Kalifornien schon seit Jahrzehnten ganz klar in dem Thema Nachhaltigkeit drin, sehr engagiert auch. Und Donald Trump hat als einzig vielleicht Positives die ganzen Klimaaktivisten eher mehr zusammengeführt.
Das heißt, dass man einfach sieht, man muss sich mehr engagieren, noch mehr Kraft aufbringen, um was Gutes zu tun. Und Asien, ja, es ist, hängt etwas zurück, aber man sieht ganz klar auch bei Green Bonds, Japan, China, da tut sich eine ganze Menge. Aber ein bisschen besorgniserregend ist wirklich das Wachstum in Indien, weil da noch sehr viel auch auf Kohleenergie fußt. Und ich glaube, hier müssen wir alle zusammenarbeiten, dass wir bessere Technologien, bessere Energie nutzen. Warum lässt sich das Nachhaltigkeitsrad nicht mehr zurückdrehen, auch trotz oder gerade wegen Corona, Herr Klein? Also Corona hat doch vielen gezeigt, dass es anders gehen muss. Man überdenkt auch Lebensstile, Konsum und auch soziale Faktoren werden wichtiger. Das heißt, wie werden Textilien hergestellt? Wird dort fair bezahlt? Es ist also ein bisschen breiter, als nur Klima anzuschauen. Aber das ist natürlich nach wie vor alles überlagernd. Also Brände in Kalifornien, die Polkappen schmelzen, Meeresspiegel steigen. Wir haben die Extremwetterlagen und das betrifft wirklich alle Menschen weltweit. Leider die Ärmsten, die sich nicht wehren können zuerst. Aber ich glaube, wir sehen uns zunehmend in der Verantwortung und das nehmen auch Investoren wahr und handeln danach. Alles in allem ist es kein Selbstläufer. Das ist völlig klar. Es gibt eine Menge Herausforderungen. Auch diese wollen wir natürlich hier in diesem Gespräch diskutieren. Es sind beispielsweise die ESG-Datensätze, die sehr komplex sind. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Wie finden Sie sich da noch zurecht? Denn Sie machen ja tagtäglich nichts anderes. Welche Ansätze, welche Kriterien sind Ihnen dabei wichtig? Also wir sind natürlich dankbar für alle, die da intensiv dran arbeiten. Das sind zum Beispiel die ESG-Rating-Agenturen. Die bereiten Daten auf. Die sprechen direkt mit Unternehmen und das ist unser Einstiegspunkt. Das heißt, wir nutzen ESG-Ratings als Filter, bevor wir mit unserer eigenen Analyse starten. Und dann gibt es natürlich Datenbanken wie Bloomberg, CDP und so weiter. Die haben ganz dezidierte, detaillierte Daten für so viele Faktoren und das brauchen wir auch. So haben wir letztes Jahr publiziert ein Credit-Rating-Modell, das wir selber gerechnet haben, wo wir ESG-Faktoren für die Bonitätsanalyse nutzen. Das heißt, wir nutzen nicht nur die Scores und Ratings der Agenturen, sondern machen eigene Datenarbeit. Und ich glaube, das wird zunehmend auch von Investoren erwartet. Daneben ist es so, und da berichtigen Sie mich, falls ich es falsch sehe, Herr Klein, dass das Thema Transparenz für die Anleger enorm wichtig ist. Und dem Motto, wann investiere ich eigentlich wirklich in einen nachhaltigen Fonds und wo sind die Standards einfach gegeben? Selbst für Profis, wir haben es gerade schon andeuten können, ist die Analyse nicht ganz einfach, trotz dieser soeben geschilderten Modelle. Kann dann hier die Ende 2019 beschlossene sogenannte EU-Taxonomie helfen? Und erklären Sie uns auch vielleicht, was es ist. Ja, sehr gerne. Also vielleicht vorab, nach unserem Verständnis ist Nachhaltigkeit ESG-Qualität, SDG-Impact, also Wirkung auf die Nachhaltigkeitsziele, Klimaschutz und das natürlich eine lange Liste von Ausschlusskriterien, aber dann auch Engagement und aktives Abstimmungsverhalten bei Aktien. Die EU-Taxonomie, die hat jetzt als ersten Schritt sich besonders auf die Umwelt konzentriert. Das heißt, wir als Asset Manager müssen wissen, wie viel der Umsätze sind wirklich ganz klar grün schon heute. Der zweite ganz wichtige Punkt nennt man Transition. Das heißt, was tun denn die Unternehmen, um sich zu verbessern? Und hier müssen wir messen, was investieren die Unternehmen, um besser zu werden? Oder wie verantwortlich ist das Management, um den CO2-Ausstoß in den nächsten 5 Jahren zum Beispiel deutlich zu senken? Das heißt, dass man muss auch nach vorne schauen. Und das ist natürlich analytisch eine Herausforderung. Ich kann aber berichten, wir wurden gerade von der PRI eingeladen, eine Fallstudie zu schreiben. Das heißt, 40 waren weltweit eingeladen, zu schreiben, wie man denn die EU-Taxonomie nutzt. Und das haben wir natürlich gerne gemacht. Glückwunsch dazu. Das ist natürlich ein toller Prozess für Sie. Es gibt natürlich neben den politischen auch viele private Nachhaltigkeitsinitiativen, beispielsweise das FNG-Siegel, wie ich weiß. Und wie ich weiß, haben Sie hier für Ihre Fonds Höchstnoten erzielt, ist mir in der Recherche untergekommen. Auch dazu Glückwunsch, Herr Klein. Ja, wie wichtig sind denn diese Initiativen für Sie auf der einen Seite und am Ende des Tages natürlich auch für die Investoren auf der anderen Seite? Unglaublich wichtig. Also wie Sie beschreiben, das Thema ist komplex.
Also es gibt so viele ESG-Faktoren, die Daten sind nicht jedem leicht zugänglich. Auch die positive Wirkung muss man messen, da gibt es verschiedene Methoden. Da muss man sich wirklich einarbeiten, das kostet Zeit. Aber die Investoren wollen jetzt nachhaltig investieren und haben Anspruch darauf, dass es sorgfältig und gewissenhaft betrieben wird. Und deshalb begrüße ich ausdrücklich Zertifizierungen, die unabhängig und genau sind. Und Sie haben das FNG-Siegel angesprochen. Das wird von der Uni Hamburg zum Beispiel durchgeführt, von sehr kompetenten Nachhaltigkeitsexperten. Und der Prüfung stellen wir uns gerne, auch wenn es Wochen harter Arbeit sind, so ein Siegel zu erreichen. Aber ich vergleiche das mit Lebensmitteln wie zum Beispiel dem Biohühnerei. Das untersucht man ja als Kunde selber nicht mehr unter dem Mikroskop, weil man dem Siegel vertraut. Und so sollte es beim Finanzinstrumenten auch sein. Und für Fonds finde ich das FNG-Siegel sehr empfehlenswert. Wir müssen zum Ende kommen, Herr Klein. Vielleicht kurz und knapp zum Abschluss. Was muss hängen bleiben aus diesem Gespräch? Worauf kommt es jetzt für Fondsinvestoren und Anleger an? Also wichtig ist, dass man sich mit dem Produkt, mit dem Fonds wohlfühlt. Dass man wirklich den Monatsreport schaut. Wird denn berichtet über ESG-Qualität, die positive Wirkung? Wird denn wirklich am Klimaschutz gearbeitet? Und wie engagiert sich der Asset Manager? All das sollte transparent dargestellt werden im Monatsbericht oder auf der Webseite, damit der Kunde wirklich weiß, er tut was Gutes und performt dann auch. Christoph Klein, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Noch einmal viel Erfolg für Ihre Arbeit. Meine Damen, meine Herren, ja, damit haben wir ESG, Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen umrissen und wollen jetzt in die Details gehen, wollen uns einzelne Anregungen und Ideen aus Fondsmodellen holen. Ich freue mich auf unsere nächsten Gäste. Wir wollen hier am virtuellen Stand von Donner und Reuschel natürlich nicht nur allgemein über Nachhaltigkeit und ESG reden, sondern auch ganz konkrete Ideen und Anregungen präsentieren. So zum Beispiel den Zukunftsbewegerfonds. Und bei mir ist jetzt Werner Hedrich. Er ist Geschäftsführer der GlobalBalance Invest GmbH. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind und diese Reise mitgehen an diesem virtuellen Stand. Zunächst erstmal ganz grundsätzlich, was ist eigentlich ein Zukunftsbeweger? Zukunftsbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf weltweite Megatrends reagieren. Wir haben bei GlobalBalance 9 Megatrends identifiziert, als Beispiel Urbanisierung, Klimawandel, neue Mobilität, aber auch ein Thema wie Automatisierung. Und die Unternehmen, die wir als Zukunftsbeweger bezeichnen, antizipieren diese Trends und bauen ihre wirtschaftliche Aktivität erfolgreich auf diesen Trends aus. Das ist das erste Merkmal. Das zweite Merkmal ist, dass Zukunftsbeweger einen positiven Fußabdruck hinterlassen, einen positiven Footprint. Und da schauen wir uns an, welche Wirkung hat die wirtschaftliche Aktivität auf Wirtschaft, Gesellschaft und auf Umwelt. Und wir möchten, dass Zukunftsbeweger globale Herausforderungen adressieren und eine positive Zukunft gestalten. Haben Sie mal ein Beispiel für einen solchen Zukunftsbeweger, also ein konkretes Unternehmen? Als Beispiel möchte ich gerne Equinix vorführen. Equinix ist ein US-amerikanischer Rechenzentrumbetreiber. Wir wissen, wenn das Internet ein Land wäre, dann wäre das Internet das fünftgrößte Land der Welt nach Stromverbrauch. Gleichzeitig wissen wir auch, dass sich die Datenmenge alle 2 Jahre verdoppeln wird. Stichwort ist hier Cloud Computing, Artificial Intelligence. Und wir wissen auch, dass natürlich durch das Betreiben von Rechenzentren viel Energie gebraucht wird und deswegen ein entsprechend hoher CO2-Fußabdruck dieser Unternehmen ist. Equinix speichert unsere Daten und die ihrer Kunden mit erneuerbaren Energien. Und damit haben wir die Megatrendthemen abgedeckt wie Klima und Energie, Ressourcenknappheit und gleichzeitig auch Urbanisierung. Und deswegen ist für uns Equinix ein Zukunftsbeweger und ein gutes Unternehmen. Ich habe noch ein zweites sehr einleuchtendes Beispiel. Das ist das Unternehmen Beyond Meat. Beyond Meat ist ein Unternehmen, was Fleischsubstitute herstellt. Das heißt, es gibt einen Trend zur gesunden Ernährung und dass wir eben weniger
Fleisch essen und dafür mehr auf pflanzliche Proteine zurückgreifen. Dahinter steht auch eine größere Überlegung. Also wir wissen, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2050 10 Milliarden Menschen sein werden auf der Erde. Gleichzeitig sehen wir die Entwicklung einer Mittelschicht in Asien und in Lateinamerika. Und wir wissen aber auch, dass die Verfügbarkeit von Acker- und Landbau begrenzt ist, weil eben die Welt begrenzt ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Fleischpflanzer vergleicht von Beyond Meat mit einem normalen Fleisch, dann braucht eben dieses Fleischpflanzerl 75% weniger Wasser bei der Erzeugung, weil es pflanzlich ist. Man braucht, hat 87% weniger CO2-Emissionen, weil eben durch die Tierhaltung werden viele CO2-Emissionen freigesetzt. 90% weniger Land und 100% weniger Kühe. Damit ist Beyond Meat für uns ein Zukunftsbeweger. Wir müssen noch sagen, für alle diejenigen, die nicht aus München kommen, Fleischpflanzerl ist in einigen Regionen eine Bulette, nämlich in Berlin-Brandenburg beispielsweise, ja, und eine Frikadelle. Also das ist damit gemeint und Beyond Meat macht das Ganze ja auf vegetarischer Basis. Herr Hedrich, Sie legen bei der Auswahl, Sie haben es am Beginn gesagt, viel Wert auf eine sogenannte Footprint-Analyse. Sie haben rund 100 Unternehmen im Fonds ständig vertreten. Welche Kriterien sind Ihnen hierbei wichtig? Die Footprint-Analyse ist ein Teil unserer Analyse von Wertpapierklassen und von Aktien von Unternehmen. Also wir gucken uns zum einen die Megatrends an, wir gucken uns die Finanzanalyse an, weil wir eben auch Vermögensverwalter sind, und das dritte ist die Footprint-Analyse. Bei der Footprint-Analyse schauen wir auf die wirtschaftliche Aktivität eines Unternehmens und auf die Wirkung der Produkte und der Dienstleistungen, die dieses Unternehmen entfaltet. Und im Gegensatz zu konventionellen ESG-Ansätzen haben wir eben ein größeres Augenmerk auf diesen Produktimpact, also auf die Wirkung der Produkte und der Dienstleistungen. ESG-Ansätze schauen oft auf Produktionsdaten, auf Herstellungsdaten, und wir haben das erweitert und analysieren eben auch die Wirkung der Dienstleistungen, der Produkte auf Wirtschaft, Gesellschaft und auf Umwelt. Dann gehen wir noch her und schauen uns unterschiedliche Sektoren mit unterschiedlichen Kriterien an. Ich habe vorhin das Unternehmen Equinix erwähnt. Dort ist uns eben wichtig, dass wir eben diese Klimabilanz sehen, Klima und Energie. Aber natürlich sind Rechenzentren die Grundlage für unsere Datenwirtschaft. Und damit hat es einen erheblichen Einfluss auf Märkte und Infrastruktur. Und die Beyond Meat zum Beispiel, dort spielt eben bei uns Ernährung und Gesundheit auch noch eine Rolle im Kriterienkatalog. Und das spielt eben keine Rolle für einen Datenbank- oder Speicherhersteller. Und so überlegen wir uns, für welchen Sektor ist was relevant und was beziehen wir bei unserer Analyse des Footprints mit ein. Ich habe natürlich vorher reingeschaut in den Fonds, habe mir einige Kennzahlen angesehen und habe festgestellt, dass der Dollaranteil im Fonds vergleichsweise hoch liegt. Sie haben auch Equinix genannt oder Beyond Meat, das sind ja Unternehmen, die aus dem US-amerikanischen Bereich kommen. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Zukunft in den USA liegt? Unser Gewicht an US-Aktien ist ungefähr 50%. Im MSCI World sind es 65%. Wir finden in der Tat interessante Unternehmen im Bereich Digitalisierung, im Bereich Automatisierung in den Vereinigten Staaten. Und das ist einfach eine Resultante aus der Attraktivität der Unternehmen, die wir in den USA finden. Wir haben aber auch Unternehmen in Japan, in der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Norwegen, aus Dänemark. Also wir haben ein breit diversifiziertes Währungsportfolio, was wir einfach laufen lassen. All die Länder, die Sie uns genannt haben, sind dann natürlich auch mit eigenen Währungen versehen. Viele haben den Euro, selbstverständlich, aber eben halt die Norweger haben ihre Krone und wir haben gerade auch über den Dollar gesprochen. Nutzen Sie diese Diversifizierung quasi als natürliche Diversifizierung oder müssen Sie und wollen Sie auch etwaige Währungsrisiken absichern? Wir sichern keine Währungsrisiken ab. Das machen wir einfach, weil wir wissen, dass wir dort keinen Vorteil haben. Und Währungsabsicherung kostet meistens auch Geld. Zudem müssen Sie eine klare Meinung zu Währungen haben. Und Anleger sollten sich auch immer überlegen, dass zum Beispiel jetzt globale Konzerne wie Microsoft oder Apple natürlich weltweit Umsätze haben in unterschiedlichen Währungen, weltweit Erträge und weltweit unterschiedliche Produktionskosten. Und viele Unternehmen sind in sich selber diversifiziert.
Und deswegen lassen wir die Währung laufen und wir haben ein breit diversifiziertes Portfolio und die Diversifikation sollte zu unserem Vorteil hier sein. Herr Hendrich, abschließend, ich habe in den Unterlagen gelesen, dass Sie ja einen Fonds haben, der eine doppelte Rendite ermöglicht. Da werde ich natürlich als Anleger hellhörig. Was meinen Sie damit? Also verantwortungsbewusste und wertorientierte Anlegerinnen und Anleger wollen eine doppelte Rendite in dem Sinne haben, dass sie eben marktgerechte Renditen möchten, aber gleichzeitig eben eine positive Wirkung der Anlagen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt im Einklang haben möchten. Und das ist das, was wir mit diesem Ansatz verbinden. Und das ist in diesem Sinne die doppelte Rendite, die Anleger bei uns erwarten können. Da haben wir viel gelernt über den Zukunftsbewegerfonds von Werner Hedrich von GloBalance. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Nachhaltigkeit, Impact Investing und ESG haben ganz unterschiedliche Gesichter und auch Facetten. Und so soll es jetzt um sogenannte Mikrokredite gehen, die für die Ärmsten der Armen überlebensnotwendig sind. Bei diesem Thema fällt mir offen gesagt zumindest im deutschsprachigen Raum nur eine Gesprächspartnerin ein und die sitzt hier neben mir am virtuellen Stand von Donner und Reuschel, Edda Schröder, Geschäftsführerin von Invest in Visions. Wir haben uns das letzte Mal auf dem Fondskongress in Mannheim gesehen. Schön, dass es jetzt auch hier virtuell klappt mit diesem Gespräch. Ja, Sie sind mit Ihrem Mikrofinanzfonds rund um den Globus unterwegs. Wie ich weiß, haben Sie uns auch beim letzten Mal verraten. Sie kennen viele Ecken und Orte, von denen wir nie was gehört haben, wo wir wahrscheinlich die Namen nicht mal richtig aussprechen könnten. Wie geht es den Menschen dort? Wie stark hat Corona eben jene getroffen, die die Ärmsten der Armen sind? Wenn Sie nach der UN gehen, nach der neuen UN-Statistik, wird durch Corona alleine 70 Millionen Menschen erneut in die absolute Armut geraten. Das hat natürlich Folgen, klar, gerade dieses Thema Lockdown, also die Maßnahmen, die hier in Europa stattgefunden haben bezüglich Corona mit Quarantäne, mit Lockdowns, das alles findet in den Emerging Markets auch statt. Und wenn Sie sich angucken, Länder wie Ecuador oder auch die Mongolei hatte bereits am 13. Februar ihr Land zugemacht für Einreisende als auch Ausreisende. Und dann konnten die ganzen Geschäftstätigkeiten natürlich nicht vorgenommen werden. Und gerade unsere Kunden, die Kleinstunternehmer, die angewiesen sind auf den Straßenverkauf, dass die mit ihren Leuten, mit den Kunden Kontakt haben, fand alles nicht statt. Und was das dann heißt, dass sie dann wirklich hungern, weil entweder Geld verdienen oder kein Essen haben. Und diese sozialen Absicherungen gibt es halt nicht. Es wird viel von den Staaten allerdings auch getan, gerade für Kleinstunternehmer. Es gab Zuschüsse, so wie bei uns auch. Es gab Steuererleichterungen, alle diese Dinge. Aber letztendlich ist es natürlich nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, was da passiert ist. Ja, Sie sagen es, also die Menschen können kein Geld mehr verdienen. Genau. Wie stellt sich das im Verlauf der Krise dar, seit Ausbruch, seit März bis heute? Die werden ja sicherlich nichts tun, sondern sie werden versuchen, auch aus dem Wenigen was zu machen. Welche Erfahrungen haben Sie hier? Also die müssen irgendwann natürlich auch wieder arbeiten und Geld verdienen. Und man sieht es auch gerade, dass gut ist, dass die Lockdowns jetzt auch wieder aufgehoben wurden. In vielen Ländern, Indien, hat man ja dieses Ampelsystem eingeführt. Rot, Gelb, Grün. Also in Grün ist der Lockdown wieder ganz komplett aufgehoben. Gelb teilweise und Rot eben noch geschlossen. Aber das hilft natürlich, dass die Leute wieder rausgehen können. Die können arbeiten, die können ihrer Tätigkeit nachgehen, weil ohne dem geht es nicht. Und das hilft jetzt schon wieder. Und das betrifft natürlich auch unsere Mikrofinanzinstitute. Also das sind die Darlehen, die normalerweise zurückgezahlt werden sollten, konnten gar nicht zurückgezahlt werden. Wovon denn? Es fanden auch viele Moratorien in den Ländern statt, also Stundungen von Darlehen, die offiziell gegeben wurden von der Regierung, sodass unsere Mikrofinanzinstitute auch kein Geld bekommen haben und wir dementsprechend auch Darlehen gestundet haben. Wir sehen jetzt aber eine Erleichterung. Also seit Juni zum Beispiel bekommen wir gar keine Anträge mehr zu für Stundungen. Also der Markt erholt sich in Anführungsstrichen wieder unter den jetzigen Bedingungen. Ist für Sie natürlich eine Gratwanderung. Auf der einen Seite wollen Sie ja mit den Mikrokrediten helfen, in der Tat. Auf der anderen Seite müssen Sie ja auch den gesamten Erfolg Ihrer Projekte und auch des Fonds im Blick haben und dürfen eigentlich auch nicht zu nachlässig sein. Wie gehen Sie jetzt mit dieser Gratwanderung um, auch ganz persönlich im Zweifel? Also wir können natürlich keine Neuakquise von Mikrofinanzinstituten machen, weil wir müssen ja immer erst hinfahren und zu schauen, wie das Unternehmen funktioniert und sowas. Das geht jetzt nicht. Also wir arbeiten im Moment nur mit wirklich langjährigen Partnern zusammen, die stabil sind, die eine gute Liquiditätspuffer haben, die eine gute Eigenkapitalvoraussetzung haben, wo wir auch sehen, dass wir das Geld wirklich zurückbekommen. Also man muss ihnen helfen, da bin ich fest von überzeugt, ansonsten geht es nicht. Aber das heißt, helfen heißt im gewissen Namen immer das Risiko
Risiko nicht aus den Augen zu verlieren. Und das versuchen wir zu machen. Und das gelingt uns im Moment ganz gut. Ich habe in Ihren Fonds natürlich reingeschaut in die aktuellen Daten, ist mir aufgefallen. Ich habe es angedeutet, wir haben uns Anfang des Jahres gesehen, dass seitdem die Liquidität deutlich gestiegen ist. Von ca. 20 auf rund 30%. Nageln Sie mich nicht fest auf den einzelnen Prozentpunkt. Ist das als erhöhte Risikovorsorge zu interpretieren oder liegt es in der Tat daran, dass Sie Ihre Partner gar nicht mehr erreichen und gar nicht das Geld ausgeben können? Also es ist ein Mix von beiden. Also wir sagen, natürlich ist die Nachfrage nach Darlehen ausgesunken, weil die haben ja keine neuen Darlehen vergeben können, weil sie konnten auch ihre Kunden nicht besuchen, die Mikrofinanzinstitute. Sie konnten auch keine Neuakquise machen. Das andere ist aber auch dem geschuldet, dass wir gesagt haben, wir wissen auch nicht, wie unsere Investoren reagieren. Was passiert? Wird Liquidität gefordert? Deswegen haben wir gesagt, wir bauen einen kleinen Puffer ein, sind jetzt aber wieder mittlerweile auf 80% Investitionsgrad. Gucken wir noch genauer in den Fonds rein. Ecuador, Usbekistan und die Mongolei, das sind die am höchsten gewichteten Länder im Fonds. Sie können uns wahrscheinlich zu jedem einzelnen Land eine halbe Stunde erzählen und wir würden Ihnen gerne zuhören, aber vielleicht konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Dinge und Themen. Warum sind gerade diese Länder am höchsten gewichtet? Ja, vielleicht beginne ich mit Ecuador, weil Ecuador ist die höchste Gewichtung, obwohl wir es schon runtergefahren haben. Ecuador ist ein sehr, sehr stark betroffenes Land von Corona, muss man dazu sagen. Lateinamerika generell hat ja sehr viele Fälle gehabt, was jetzt aber wieder ein bisschen besser wird. Aber Ecuador ist ein sehr gutes Mikrofinanzland, sehr gut reguliert in den letzten Jahren. Und der Riesenvorteil ist bei Ecuador, dass es ein sogenanntes dollarisiertes Land ist. Das heißt, die Landeswährung ist auch Dollar. Das heißt, diese ganzen hohen Kosten für die Währungsabsicherung waren nicht gegeben. Deswegen war Ecuador in den letzten Jahren sehr interessant und auch die gute Qualität der Mikrofinanzinstitute. Die sind jetzt sehr stark natürlich, hinzu kommt Corona als auch der Verfall des Ölpreises in Anfang des Jahres. Also es ist zu 90-95% hat Ecuador den Exportgut Öl. Also da sind auch die Einnahmen extrem gesunken des Landes. Also von daher hat Ecuador schon ganz einige Probleme. Das Länderrating ging runter. Aber mittlerweile können wir sagen, also unsere Mikrofinanzinstitute sind alle noch stabil und zahlen Zinsen auf jeden Fall zurück. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Erzählen Sie uns vielleicht noch ein ganz bisschen mehr, entweder über Usbekistan oder die Mongolei. Warum sind die so weit oben? Die Usbekistan ist ein aufstrebendes Land. Usbekistan ist ja vor 4 Jahren ungefähr, ist der alte Präsident verstorben. Es fand ein Regierungswechsel statt und seitdem reformiert sich das Land. Es wird modernisiert, es finden Freiverkehre statt, der Zahlungsverkehr ist freier geworden, alles Mögliche. Und wir haben sehr, sehr gute Mikrofinanzinstitute in Usbekistan gefunden. Also ein Familienunternehmen, die machen Mikrofinanz seit 30 Jahren. Ist der Eigentümer ist ein 75-jähriger, sehr agiler Mann. Ich habe ihn kennenlernen dürfen. Sehr sozial ausgerichtet, fördert Frauen extrem. In der Vergangenheit wurde das nicht gemacht. Jetzt hat er so einen Workshop eingerichtet, auch für Frauen, zur Frauenförderung. Also es ist ganz toll. Und da haben wir einiges an Geld, auch an Darlehen auch vergeben. Und haben unsere Darlehen bisher immer zurückbekommen. Abschließend, Frau Schröder, was raten Sie jetzt Anlegern, die in Mikrofinanzfonds investieren, in Mikrokredite insgesamt investieren, in dieser Situation, die wirklich ja nicht ganz leicht ist und die Sie so sicherlich auch noch nie erlebt haben? Nee, also in der Art und Weise mit Sicherheit nicht. Also die Globalisierung einer Krise, da war 2007, 2008, war Mikrofinanz ja ganz wenig von der Krise betroffen. Das ist natürlich jetzt anders, weil es ganz andere Auswirkungen hat. Das betrifft uns natürlich schon, klar. Aber ich hoffe, dass unsere Anleger uns treu bleiben, denn das Geld wird jetzt gerade auch benötigt in den Ländern. Immer unter der Voraussetzung, wir wissen nicht, was noch kommt. Corona, zweite Welle, was passiert noch? Aber im Moment gehen wir davon aus, dass den Schwung nach oben sehen wir schon wieder, dass Darlehen wieder zurückgezahlt werden, Lockdowns werden aufgehoben. Also von daher ist unsere Unterstützung jetzt gerade besonders wichtig. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, dass Gelder in der Tat reinkommen, die Sie dann weiterreichen können und am Ende des Tages die Rendite doppelt zugute kommt, nämlich auf der einen Seite als kleine Rendite für die Anleger und dann natürlich als große Rendite und als nachhaltige Rendite auch für die Menschen vor Ort, die es wirklich brauchen. Meine Damen und Herren, das war Edda Schröder, Geschäftsführerin von Invest in Visions hier am Stand von Donner und Reuschel virtuell. Aber wir beide haben uns in echt gesehen und genau. Das hat mich wieder sehr, sehr gefreut. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Soweit einige Ideen also von unseren Gästen, von unseren Fondsmanagern Christoph Klein, Werner Hedrich und Edda Schröder hier am virtuellen Stand von Donner und Reuschel. Bei mir ist wieder zurück Gunnar Rieke. Herr Rieke, wir konnten lauschen, was es alles Neues gibt in Sachen ESG und Nachhaltigkeit. Impact Investing hat auch eine Rolle gespielt. Jetzt sind Sie natürlich nochmal dran. Welche Rolle spielen all diese Themen im Hause Donner und Reuschel? Ja, das Thema Nachhaltigkeit und Gemeinwohl hat bei Donner und Reuschel schon seit jeher eine sehr große Rolle gespielt.
Wir haben bei uns den Bereich Corporate Social Responsibility integriert und etabliert und wir erkennen auch die Agenda 2030 an und damit natürlich auch die 17 einhergehenden Ziele und wollen in diesem Segment auch eine Vorreiterrolle und eine Vorbildfunktion einnehmen und eben halt auch Grundsteine in den einzelnen Zielen legen. Ein Beispiel hierfür ist, dass wir gerade eine Studie in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Weltwirtschaftsinstitut herausgegeben haben zu dem Thema Wachstum neu denken. Wir müssen zum Ende kommen. Unsere halbe Stunde ist vorbei. Herr Ricke, Blick nach vorn vielleicht abschließend. Was nehmen Sie mit von dieser digitalen Messe hier von Fontiek? Ist ja alles Neuland für Sie, für uns alle und vor allen Dingen, ja, mit welchen Ideen und Gedanken gehen Sie ins kommende Jahr? Ja, ich nehme viele positive und gute Eindrücke von der Fontiek mit. Das war ein sehr interessantes Format und wird sicherlich halt auch so sein, dass wir in den kommenden Monaten und auch im nächsten kommenden Jahr uns mit den Auswirkungen von Corona auseinandersetzen müssen. Und ich gehe davon aus, dass digitale Formate eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Wir selbst werden auch in diesem Jahr noch eine eigene Asset Manager Presentation im digitalen Format veranstalten und diese Formate natürlich auch weiter ausbauen, sodass ich davon ausgehe, dass wir im nächsten Jahr deutlich mehr uns, was diese Digitalisierung angeht und diese Formate angeht, halt mehr Präsenz dort zeigen werden. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir dort gut aufgestellt sind und schaue frohen Mutes in die Zukunft. Herr Ricke, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre gastgebende Funktion, dass wir hier bei Ihnen auf dem virtuellen Stand sein durften. Und Ihnen, meine Damen, meine Herren, liebe Zuschauer, Ihnen wünsche ich, dass Sie viele, viele Anregungen und Ideen aus diesen Talks mitnehmen konnten in Sachen Nachhaltigkeit und ESG. Und vor allen Dingen natürlich für die kommenden Wochen und Monate, dass Sie gesund bleiben, dass wir uns vielleicht dann doch am Ende des Tages irgendwo, irgendwann wieder auf einer echten, auf einer realen Messe wiedersehen werden. Donner und Reuschel würde sich in jedem Falle freuen, Sie dann auch wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Hier und heute auf der Messe Fontiek erst einmal gibt es die Möglichkeit für virtuelle Gespräche. Sie sind herzlich eingeladen. Nutzen Sie dies auch hier in den Funktionen rundherum und dann sage ich Tschüss und auf bald.